herzlich willkommen zum ersten Video aus einer neuen Videoreihe. Und zwar haben wir lange überlegt, was können wir machen, was interessiert euch, was können wir am besten. Und dann ist uns eingefallen, wir machen einfach mal eine Videoreihe, wo wir Technik, beziehungsweise ich Technik erkläre. Und so wir wirklich Material haben, was A, mir am meisten Spaß macht, weil mir macht das Erklären Tiere Spaß. Und ich glaube, dass es auch wirklich viele von euch gibt, denen das genauso gefällt. Zumindest liest man das in den Kommentaren immer wieder. Und genau deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal Philipp erklärt A bis Z. A bis Z, keine Angst, gab es schon etliche Male bei Jean-Pierre und etlichen anderen Channels, aber ich habe mir überlegt, wir machen es trotzdem, weil es gibt nämlich, also als ich darüber nachgedacht habe oder wir uns im Team beraten haben, wir sind sofort bei A bis Z 10, 12, 15 Buchstaben eingefallen und wir werden hoffentlich keinen einzigen ausfallen lassen, die richtig, richtig cool und vor allen Dingen auch richtig interessant werden. Weil es ist schon so, in jedem Video immer wieder, wie jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel den Ölcatch-Tank gebaut haben, muss ich schon immer wieder überlegen, habe ich dieses Bauteil schon erklärt oder noch nicht. Und genau deswegen fangen wir heute mit den Buchstaben A im Alphabet an, und zwar mit dem Thema Antriebswelle. Eigentlich eine Thematik, die wichtig ist, weil ein Auto ohne Antriebswelle fährt nicht. Einfache Sache. Weil, wofür ist die Antriebswelle da? Sie verbindet den Motor mit den Rädern. Das heißt, übertrieben gesagt, könnte man sagen, ähnlich wie beim Fahrrad die Kette, ist beim Auto die Antriebswelle. Sinnbildlich. Das heißt, die Kraft kommt von der Kurbelwelle, geht über die Kupplung ins Getriebe, geht über die Untersetzung bzw. Übersetzung aus dem Getriebe wieder raus. Dann befinden wir uns genau an dieser Stelle. Getriebeseitig sitzt hier das Differential und dann kommt entweder, es gibt verschiedene Versionen der Antriebswellen, entweder Version 1, man hat ein Flansch, welcher im Differential steckt. An den Flansch geht die Antriebswelle ran. Variante 2 ist, das Ganze gibt es auch direkt eingesteckt in dem Getriebe und dann hat man außerhalb des Getriebes noch eine feste Welle und dann kommt die Welle. Hast du zum Beispiel eine Idee, Maxi, warum das so ist? Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, eigentlich ganz einfach. Es gibt ja logischerweise immer eine Fahrer- und eine Beifahrerseite. Genau das gleiche gibt es auch beim Motor. Also es gibt manche Autos, dort sitzt der Motor auf der Beifahrerseite. Europäische Autos ganz viel. Dann gibt es aber auch Japaner, da sitzt der Motor auf der Fahrerseite. So, das heißt einmal Motor, parallel dazu Getriebe. Das heißt, das Getriebe ist versetzt neben dem Motor, somit gibt es immer eine kurze und eine lange Antriebswelle. Jetzt gibt es Hersteller wie VW, die gerne, bei gibt auch manche Modelle das nicht so, eine lange Antriebswelle machen. Das ist dann in dem Fall die von der Beifahrerseite, weil man quasi einmal hinter dem Motor lang bis zum Rad muss. Und auf der anderen Seite gibt es eine kurze Welle. Jetzt gibt es aber auch Hersteller wie zum Beispiel Fiat, das sind meine Abarth-Wellen. Die haben sich überlegt, wir machen dazwischen eine gelagerte Zwischenwelle. Hier ist ein Lager, das sitzt dann mit einem Flansch hinten am Motorblock fest und dann kommt wieder eine kurze Welle. Bei Fahrzeugen mit einem längs eingebauten Motor, wie es zum Beispiel bei mir bei der Limo oder bei dem Kombi ist, da hingegen sind beide Antriebswellen fast gleich lang, weil Motor längs, dann kommt dahinter das Getriebe. Das heißt, das Getriebe sitzt ziemlich mittig im Auto und somit ist natürlich die linke und die rechte Antriebswelle auch ungefähr gleich lang. Hat beides Vor- und Nachteile. Ja, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. So, aber die Version gibt es so. Erstmal zur Antriebswelle generell. Eigentlich ist es keine Antriebswelle, sondern in der Fachsprache eine Gelenkwelle. So, weil man logischerweise immer zwei Gelenke hat. Jetzt der erste wichtige technische Punkt. Wofür sind diese Gelenke überhaupt? Da gibt es zwei Bereiche. Stellen wir uns jetzt vor, als allererstes machen wir Folgendes. Antriebswellen ist wirklich, 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 wirklich die einzige Arbeit am Auto, die man ohne Handschuhe nicht hinkriegt. Also es geht ohne Handschuhe, dann sehen die Fingernägel und die Finger aber so katastrophal aus die nächsten Wochen, dass bei Antriebswellen am besten wirklich immer einen Handschuh anziehen. Und wenn er dann einen Handschuh anhabt, zieht er am besten noch einen zweiten Handschuh drüber, weil es ist wirklich so siffig alles immer. Da brauchen wir definitiv Handschuhe. So, Handschuhe sind an, oder was? Ja, geht weiter. Sehr gut. Sind zwar immer noch Mickey Mouse mäßig zu klein, da gibt es auch für Schrauber extra so schwarze, die sind ein bisschen, die werden auch, meine Finger sind eh nachher dreckig, aber was soll's, ist ja Wochenende. Also, die Kraft kommt aus dem Getriebe, linke und rechte Seite, aus dem Differential. Differential haben wir gleich was für Buchstabe D auf jeden Fall. Ja. Kraft kommt hier raus, das heißt, es dreht sich. Jetzt macht
das Thema Antriebswellen muss man eigentlich ein bisschen differenzieren, Vorder- und Hinterachse. Hinterachse hat man einen großen Vorteil, auf der Hinterachse wird nicht gelenkt. Hinterachse geht nur hoch, runter. Vorderachse haben wir zwei Bewegungen. Eine Bewegung ist, das Rad geht hoch und runter. Das ist quasi das Einfedern. Das ist das Einfedern von dem Fahrwerk. So, das heißt, hierbei verändert sich hier zwischen der Winkel, kann man so ganz gut sehen, und zusätzlich, da das Rad, man sieht wieder, was ich meine, da sich das Rad gerade, fast gerade, bis auf den Sturz hoch und runter bewegt, wird die Welle, ist sie quasi erst länger, irgendwann steht sie gerade, dann ist sie eigentlich am kürzesten, und wenn sie dann wieder hochgeht, wird sie wieder länger und das Rad wird mehr oder weniger rausgezogen. So, deswegen hat man in diesem Gelenk, wir werden es nachher noch zerlegen, quasi den Längenausgleich. Das heißt, hier seht ihr, das Gelenk ist von innen, von Rillen her so aufgebaut, dass ich es in der Länge verschieben kann. Praktisch hat dieses Gelenk aber immer die Aufgabe, die Kraft von der Gelenkseite zu der Gelenkseite übertragen, während es eine Korrektur des Winkels oder der Länge zulässt. Deswegen ist es auch ein sogenanntes Gleichlaufgelenk, weil beide Seiten immer gleich laufen. Also es ist keine Übersetzung oder keine Änderung drin. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist radseitig. So, wir fahren geradeaus. Jetzt denkt sich Maxi, er muss links abbiegen und das Ding knickt nach links. Weil diese Seite von der Welle ist bekanntlich fest. Das heißt, wenn ich jetzt nach links einschlage, macht die Welle so. Meistens ist das auch der begrenzende Punkt beim Lenkwinkel eines Autos. Weil das halt nur einen Maximaleinschlag hat. Ich zeige euch das nachher auch nochmal ohne die Manschette. Hierfür ist dieses Gelenk quasi da. Das heißt, selbst wenn ich so um eine Kurve fahre, ist die Drehzahl von dem Gelenk immer noch identisch. Deswegen ist dies auch ein Gleichlaufgelenk. Gelenk Nummer 1, Gelenk Nummer 2. Dieses Gelenk kann wiederum allerdings nicht rein raus. Es ist fest. Das kann wirklich nur links rechts. Dafür kann es aber auch deutlich mehr links und rechts. Hat mit dem Aufbau da drin zu tun. Dieses Gelenk kann deutlich mehr rein raus. Aber kann fast gar nicht in die Richtung. Punkt 1. Punkt 2, bevor es richtig dreckig wird, welche Arten von Gelenken gibt es? Es gibt einmal die Gelenke, ich habe jetzt nicht die Fachbegriffe dafür, das ist auch immer herstellerspezifisch, mit 6 Kugeln drin. Das heißt, hier ist ein innerer Stern, dann gibt es 6 Kugeln und ein äußerer Stern. Das heißt, der innere Stern hat Rillen, wo die Kugeln drin laufen und der äußere Ring hat Rillen, wo die Kugeln drin laufen. Und dadurch, dass die Kugeln durch diesen Käfig hier in der Mitte gehalten werden, kann es formschlüssig nicht weg. Das heißt, man hat Rille und Rille, dazwischen ist eine Kugel. Das heißt, die beiden Rillen sind durch die Kugel immer zueinander gesichert. So, das ist die eine Art von Gelenk. Dann gibt es noch das sogenannte Tripodengelenk. Das ist dieses, findet ihr hier drunter quasi, also eigentlich so rum. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich hasse die Gelenke, muss ich wirklich einfach mal so sagen. Deswegen habe ich auch zufälligerweise immer Neuteile überfliegen. Die sind von der Effizienz her besser, weil da drin sind nicht Kugeln, sondern da drin ist eine sogenannte Tripode, die drei. Da drin sind gelagerte Rollen, was natürlich immer von der Verlustleistung, von der Reibung her besser ist als eine coole Kugel auf Metall. So, und diese Rollen laufen hier in dem Gelenk drin. So, man merkt so schon, wie leicht das rein und raus geht. Ist das natürlich deutlich, weil ihr dürft immer nicht vergessen, jetzt werden sich die Leute sagen, warum Reibung? Es dreht sich doch beides gleich. Nee, in dem Moment, wo das Gelenk knickt, läuft es zwar gleich, aber es ist ja schon eine gewisse Verspannung drin und die Kugeln laufen auf einer Flanke. Und alles, was auf einer Flanke läuft, hat logischerweise eine Reibung. Da sind diese Gelenke deutlich besser. Praktisch merkt man natürlich relativ schnell, dass das ist natürlich ein relativ filigraner Aufbau hier mit diesen Rollenlagern da drin. Das heißt, die Dinger verschleißen natürlich relativ schnell in verschiedenste Richtungen. Entweder geht hier drin die Lagerung kaputt, hier gehen die Laufbahnen kaputt. Wir können es mal ein bisschen sauber machen. Hier sieht man es ganz gut. Da sieht man schon, wie das Ganze relativ blank poliert ist. Ja. So, dieses Prinzip geht aber natürlich nur beim Längenausgleich. Das kann man nur so rein und rausziehen, weil das Ding hat kaum Möglichkeit, schräg zu laufen, weil hier kann man es ganz gut zeigen. Eine Kugel hat immer den Vorteil, sie kann in alle Richtungen laufen. Diese Rollen können logischerweise nur in die Richtung laufen. Das heißt, würde das Gelenk zu sehr so fahren, wollen ja theoretisch diese Rollen
immer in der Bahn nach außen bzw. nach innen fahren. Und dann verschleißen die relativ stark. Deswegen haben auch ganz viele, die bei extrem tiefer gelegten Autos innen diese Tripodengelenke haben, das Problem, weil das Gelenk steht immer gerade, die Antriebswelle wird immer, immer schräger. Das heißt, irgendwann läuft die Welle so. Wenn ihr euch jetzt unten das Rad anguckt, sieht man ja eigentlich schon, dass das untere gar nicht mehr trägt und sich gar nicht mehr dreht, sondern eigentlich mehr schiebt. Ja. Die Gelenke gibt es. Ich würde sagen, wir machen uns die Finger mal so richtig, richtig dreckig und zerlegen mal so ein Gelenk, weil das ist wirklich interessant. Man kann da auch nicht viel dran falsch machen. Das Einzige, was wir dran falsch machen können, ist, dass ich mir meinen Pulli einsaue. Ja, ist aber schon zu spät, würde ich sagen. Aber das Risiko gehen wir. Nee, das war tatsächlich schon. Ja, okay. Das war schon. Das ist schon vom letzten Motor ein- und Ausbau. Ja. So, okay, Tripodengelenk. Jetzt widmen wir uns wieder den anderen Gelenken. So, dieses Gelenk ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Hier drunter irgendwo befindet sich, weil, letzter Punkt, Manschette. Das ist die sogenannte Achsmanschette, so wird es meistens genannt, auch wenn es eigentlich die Gelenkwellenmanschette ist. Manche sagen auch Achsmanschette dazu. Die geht kaputt. Warum geht sie kaputt? Relativ einfach. Lenkeinschlag. So, jetzt sieht man, dass die Manschette hier aufeinander läuft. Aufeinanderlaufen ist nie gut. Beispiel dafür ist, keine Ahnung, wenn ihr beim Joggen Knie aneinander kommt, schubbert sich das auch wund. Und die andere Seite ist richtig unter Spannung. Und so wird natürlich mit der Zeit einfach jeder Kunststoff härtet so mit der Zeit aus, wird brüchig und fängt an zu reißen. Und so gehen gerne diese Manschetten kaputt. So, jetzt fangen wir an. Relativ einfach. Pass auf, hier ist ein Sprengring. Eigentlich müssten wir jetzt eine Brille aufsetzen. Aber da dies die Wellen vom Oma Golf sind, weiß ich, dass da nichts passieren wird. So, als allererstes kommt auf der Innenseite immer der Ring. Gibt es auch verschiedene Aufbauten, gibt es auch mit einem Sicherungsring, der sich auseinanderdrückt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kann man wirklich ganz einfach, weil das hier alles noch recht gangbar ist, können wir dieses Gelenk wirklich zack, einfach abziehen. Ja. So, recht einfach. Das war jetzt nur über diesen Ring gesichert, ja? Genau, weil eigentlich muss ja nichts machen. So, jetzt können wir hier ganz einfach Manschette runterziehen. So, normalerweise bräuchten wir für diese Arbeit einen Schraubstock. Schraubstock ist Gold wert. So. Zack. So, schon ist eine Seite runter. Jetzt könnten wir auf der Seite schön unsere Manschette tauschen. Ach so, also das ist jetzt einzige Möglichkeit, wie ich diese Manschette tauschen kann. Genau, dadurch, dass sie kreisrund geschlossen ist, musst du sie logischerweise runterziehen. Mhm. Okay. Problem ist, Gelenkwelle ist auf beiden Seiten fest. Das heißt, du hast keine Öffnung, du musst es auf jeden Fall irgendwie ausbauen. Mhm. Jetzt gibt es Autos, da kann man die innere Seite am Getriebe losschrauben, ein bisschen runterhängen lassen und tauschen. Gibt aber auch Autos, wo es halt komplett ausgebaut werden muss, um das Ganze zu tauschen. Mhm. Aber das ist der Punkt, den ich meinte. Egal wie, wo, was, Antriebswellen, Dreck, überall. Saufen Sie die mal ein. Ja. So, das Ganze wird jetzt noch schlimmer, weil jetzt machen wir was, wo viele immer sagen, schlimmste Arbeit, die es gibt. Wir zerlegen das Gelenk nämlich noch weiter, weil ihr könnt relativ einfach so ein Gelenk komplett überholen. So, das heißt, wir machen jetzt tatsächlich Folgendes und zerlegen es komplett. Jetzt muss man so ein bisschen, zack, Fingerspitzengefühl, das Innere ist noch einfacher. Hat man jetzt immer eine Kugel. Das Ganze packt man jetzt idealerweise in eine Teilewäsche. oder in den Ultraschallbad, wie auch immer. Und schon kommen da saubere Teile raus. Wir kürzen das Ganze ab und haben genug Tücher. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie die Hände aussehen, wenn man nicht diese wunderschönen Einweghandschuhe hat. So, wir machen jetzt mal die Kurzform davon. Wischen das mal so grob sauber. So, ich mache immer für diejenigen, die jetzt kein professionelles Teilewaschbecken wie auch immer da haben, ein bisschen Tücher, ein paar alte Lappen hat jeder immer. Das gröbste Fett einfach immer raus und anschließend einfach einen alten Kanister. Dann schmeißen wir das Ganze einfach rein. Nehmen wir uns immer die Kugeln vor. Keine Angst, ihr müsst euch nicht markieren, wie wo welche Kugeln war. Das Einzige, was ihr immer markieren müsst, ist, welche Kugeln in welchem Gelenk waren.
Weil die sind tatsächlich, das ist auf Maß geschliffen. Das heißt, diese Rille in dem Gelenk muss immer zu der Kugel passen. Da habe ich schon mal Gelenke zerlegt und habe sie nie wieder zusammenbekommen. Dann verzweifelt man so richtig. Am Ende liegt es aber nicht an der eigenen Blödheit, sondern weil es die falschen Kugeln fürs falsche Gelenk sind. So, wichtig ist immer, dass man das gröbste Fett schon mal mit Tüchern rausholt. Da muss der Bremsenreiniger am Ende nämlich nicht so viel machen. Tücher direkt im Müll immer, weil die sind so fettig, dass man sie lieber direkt weg. So. Noch hält sich mein Pulli ganz gut. So. Machen das jetzt ja nicht mal 100%, aber nur so. Sieht schon fast aus wie Neuteile hier drin. Muss natürlich immer ein bisschen mit den scharfen Kanten aufpassen. So, hier kann man auf jeden Fall schon mal sehen, wo, in welchem Bereich das Gelenk gefahren ist. So, ihr seht ja, auf dem Gelenk ist ja irgendeine schwarze Beschichtung hier drauf. Mhm. Und die Beschichtung ist innen schon blank poliert. So, das heißt, das wird der Bereich sein, wo die Kugeln gelaufen sind bei meinem Auto. Das heißt, die Welle war verhältnismäßig lang und guckte recht weit ins Gelenk rein. Guck, das ging doch schon mal rechts. Einfach. So, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, dass sich das Gelenk verschieben lässt. Jeder normale Mensch würde denken, Welle und Gelenk, damit sich das Ganze verschieben lässt, mache ich einfach parallele Furchen, dass ich einfach rein und rausziehen kann. So, ist aber falsch. Damit man nämlich das Ganze verschieben kann, haben wir einfach genau gegenläufige V-Furchen. Und so ist es quasi in dem Fall, wie soll ich das erklären? Pass auf, so versuche ich das mal. Wir machen mal relativ einfach zwei Kugeln rein. Zack. Und zack. So. Und wenn ich jetzt die rausziehe, wie soll ich das erklären? Man hat immer gegenläufige Vs. Das heißt, hier geht das V nach oben hin enger und hier wird das V nach unten hin enger. Das heißt, wenn dieses innere Gelenk rauswandert, geht dieses V zusammen. Das heißt, die Kugeln werden enger. Das heißt, auf dieser Seite muss das Gelenk rauskommen, weil hier das Gelenk enger wird. Mhm. Macht Sinn. Grob erklärt. So, und dadurch kriegt man diesen Ausgleich hin. So, jetzt komplett ohne Fett zusammensetzen ist immer schwieriger, wenn die Kugeln dann rauskommen. Praktisch machen wir jetzt Folgendes. So, jetzt kommt nämlich noch dieser Käfig dazu, dass am Ende die Kugeln da bleiben, wo sie sollen. So, und jetzt können wir hier nach und nach Kugel für Kugel einsetzen. Ruhig immer gegenläufig arbeiten. Jetzt sieht man mal, wie eng das Ganze toleriert ist, weil hier ohne Fett geht da fast gar nichts, ne? Ja, also es verkantet relativ schnell. Ja. Es verkantet dann irgendwann und dann geht halt nichts mehr. Wie schon. Hier sieht man jetzt aber ganz gut. Kugeln hier ganz auseinander. Ihr seht, die Stelle ist zusammen. Das heißt, drücke ich es jetzt rein, wandern die Kugeln immer weiter zusammen und kommen auf dieser Seite dann quasi, übertrieben gesagt, zusammen raus. So, und so viel Bereich hat das Gelenk zum Arbeiten. Gelenk Nummer 1. So, ich habe gerade nochmal zur Nachkontrolle das Ganze einmal versetzt. Das heißt, ihr seht, dünne Stelle, dicke Stelle, dicke Stelle. Und jetzt sieht man, geht da gar nichts mehr. Jetzt können wir es zwar verdrehen, aber es ist komplett, ist kein Längenausgleich mehr möglich. So, das war's mit dem inneren Gelenk. Also, wie gesagt, kinderleicht, komplett zerlegen, traut euch das zu, ordentlich sauber machen, komplett von null Fetten, mit neuen Manschetten zusammensetzen, Welle neu lackieren, zack, habt ihr eine schöne neue Antriebswelle. Jetzt machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Hier fehlt uns jetzt gleich ein bisschen der Schraubstock, das weiß ich so schon. Und zwar steckt das äußere Gelenk, steckt tatsächlich nur hier drauf. Das heißt, hier ist ein Sicherungsring und wenn das Gelenk draufgesteckt ist, geht dieser Sprengring auseinander und das Gelenk ist, so wie man jetzt hier sieht, gesichert. So, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier einmal abkriegen, ohne dass wir hier alles einsauen. Das machen wir folgendermaßen. Jetzt kommt der Moment, wo man sich am ehesten leider den Pulli einsaut, weil ich muss hier ein bisschen draufschlagen, deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen weg.
Zack. Sah jetzt so einfach aus, aber wie ich sagte, wir haben diese Wellen vom Oma Golf überholt gehabt. Deswegen sehen die noch ganz entspannt aus. Hier seht ihr, Sicherungsring. Der greift dann quasi hinter das Gelenk. Das heißt, wir schlagen das Gelenk immer weiter raus. Also rein jetzt. Irgendwann ist der Ring hinter dem Gelenk und springt quasi raus und sichert das Ganze. Achso, ihr könnt natürlich alle in die Kommentare ballern. A, wie ihr das findet, dass wir sowas zeigen. Und B, ich denke mal, ihr wisst ja, wie das Alphabet weitergeht. Bei welchen Buchstaben ihr euch was wünschen würdet. Dann versuchen wir das natürlich bestmöglich umzusetzen. So, mit der hier sind wir eigentlich durch. Wie gesagt, die könnten wir jetzt einfach schön sauber machen, neu lackieren, pulvern, wie auch immer. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal bei dem Gelenk an. Ihr erinnert euch, das ist das radseitige Gelenk. Dieses radseitige Gelenk hatte keinen Längenausgleich, sondern konnte nur gekippt werden. So, und je weiter man das kippt, irgendwann, zack, kommen die Kugeln raus. Manche von euch werden mit Sicherheit schon mal so eine Kugel verloren haben. Aus Versehen. Wobei verliert man die aus Versehen? Ja, wenn du zum Beispiel Manschette neu machst und kippst die Welle so zu weit halt. Ne? Ja, ich dachte jetzt so beim Fahren fällt einfach raus. Ist auch schon passiert. Das geht aber nur, wenn der Ring bricht. Mhm, okay. So, wenn der Ring bricht, geht das. Aber dann hast du wahrscheinlich auch noch andere Probleme, als dass nur dieser... Ja, Kugel also fährt. selbst mit vier Kugeln noch fährt das Ding. Also selbst vier Kugeln sind noch ohne Probleme ausreichend, um weiter Vortrieb zu haben. Ne? Okay. So, je weniger Kugeln drin sind, je mehr verspannt es sich leider immer. Da muss man wirklich immer aufpassen, dass man die Kugeln auch gegenüber rausnimmt. Jetzt haben wir hier und hier und hier. Also da braucht er auch nicht allzu zaghaft immer rangehen. Das kann das Ding schon ab. Problem ist nur, man hat irgendwann immer die Arschkarte, wenn es sich zu weit dreht. Den Fehler haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt ist nämlich gerade eine Kugel unten rein. Ja, Werkzeug kann man danach auch einmal durchtauschen, ne? Da muss man einmal... So, aber siehst du, die war nämlich nach innen reingefallen. Und das ist immer gefährlich. Also, es gibt immer eine Möglichkeit, das Ganze am Ende wieder instand zu setzen. Man denkt wirklich, man kriegt es nie wieder zusammen. Aber es gibt immer am Ende Mittel und Wege, das Ganze dann zu kriegen. So, pass auf. Jetzt denkt jeder, Scheiße geht nicht raus. So, deswegen, diese Fenster müssen quasi dahin, wo die Furche ist. Und dann wird es minimal schmaler und dann geht's raus. Ah, Trick. Okay. Trick Nummer 1. So, jetzt werdet ihr euch alle fragen, kriege ich ja nie wieder zusammen. Ist ganz egal, braucht man sich nichts markieren. Hier ist übrigens genau das gleiche. Kriege ich nicht raus, doch. 90 Grad verdrehen, ein bisschen zur Seite, dass es in die Furche reingeht. Und schon dreht sich das raus. Folgender Trick, eigentlich kein Trick. Ihr seht auf der Seite hier einen Trichter. Bevor die Verzahnung anfängt. Das heißt, das muss die Seite sein, die als erstes auf die Welle kommt, damit nämlich der Sprengring sich erst hier reinlegt, zusammengedrückt wird und dann hier hinter ist eine harte Kante, da sitzt dann der Ring. Mhm. Okay. So, jetzt machen wir das Ganze auch einmal kurz sauber. So, hier kann ich euch jetzt nämlich gleich noch was Interessantes zeigen. Ich zeige es euch. Machen das kurz noch ein bisschen sauberer. Unser Gelenk. Ich mache nochmal zwei Kugeln. Ist auch eigentlich fertig. Ja, hat nichts geholfen. Hier sehen wir doch tatsächlich, guck dir das an, Gelenk verschlissen. Siehst du den Lochfraß da schon? Ja. So, das ist genau die Seite, wo es gelaufen ist. Das heißt, das war genau die belastete Seite. Und da hat unser Oma Golf so einen Drehmoment reingedrückt, dass es A schon heiß gelaufen ist und dann wirklich mit der Zeit wirklich richtige Krater reingerissen hat. Ist saugefährlich, wenn so ein Gelenk überlastet ist, weil es kann tatsächlich passieren, habe ich schon gesehen, dass sich das Gelenk reibverschweißt. Das heißt, es entsteht so eine Reibung auf der Oberfläche, dass sich tatsächlich diese Kugel an das Gelenk schweißt und dann ist das Problem, ihr könnt in dem Moment nicht mehr lenken, weil es ist ja dann vom Lenkeinschlag her fest und dann kann passieren, dass ihr auf der Autobahn auf einmal
einen kleinen Schlenker macht. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, am Oma-Golf vorne die Wellen, ihr habt es ja damals in einem Video gesehen, krasser zu bauen, weil das ist nicht so cool. So, letzter Punkt. Wie baut man es vorne wieder zusammen? Wie ich gesagt habe, ganz einfach. Ring nehmen, 90 Grad verdrehen, wobei das hingegen sieht gut aus. Die könnte man tatsächlich wieder nehmen. Das ist richtig schön sauber. Hier kann ich einmal jetzt nochmal zeigen, so läuft halt das Gelenk. Das heißt, die Kugel ist fast 360 Grad umdeckt von den beiden Rillen. So, sieht man das hier so, ja, ne? Ja. Fast 360 Grad umdeckt und überträgt so die Kraft. 90 Grad drehen. Geht eh nur von einer Seite rein. Die eine Seite ist ein bisschen größer. Zack. Jetzt zur Seite drehen und schon ist das Ganze hier drin. Jetzt folgendes. Wie ich sagte, 90 Grad drehen. Klug. Und zur Seite drehen. Jetzt kann man nämlich mal zeigen, wenn wir nämlich nicht die Kugeln drin hätten, passiert da antriebsmäßig nämlich gar nichts, weil es dreht nämlich einfach komplett durch. So, wie die zueinander gepaart sind, ist ganz egal. Ihr könnt jetzt wirklich anfangen, Kugel Nummer 1 plus Stern dazu und einfach drehen. Weiter drehen, gegenüber. Jetzt müsst ihr das wirklich auf der Seite immer so weit kippen und rausdrehen, bis die Kugel da dann irgendwann reingeht. Normalerweise macht man das natürlich gleich mit passendem Fett dazu. Zack. Wir machen es jetzt einmal ohne zum Vormachen. So, und so würdet ihr euch jetzt Stück für Stück durcharbeiten, bis das Gelenk wieder zusammen ist. Vorher natürlich ordentlich Fett rein, auch innen. Am Ende klong drauf. Und das war's. So, so viel zum Thema. Philipp erklärt das technische Lexikon A bis Z. Heute Buchstabe A wie Antriebswelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein paar Kommentare da. Kommentiert gerne, was wir im nächsten Video Buchstabe B zeigen sollen. Mal gucken, ich habe schon eine Idee. Aber mich interessiert das auf jeden Fall, was ihr so denkt. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen, sauber zu bleiben. Atömchen, ein ganz bisschen vielleicht. Man sieht auch schön, wo die Handschuhe eingerissen sind. Der Rest ist okay. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.